Im dritten Teil dieser Videoserie zeige ich euch, wie ihr die Mavic dann wirklich in Betrieb nehmt, startet und landet. Und anschließend noch diverse Tipps und Tricks, was mir so aufgefallen ist und was ich wissenswert finde. Da mein Telefon schon im Sterben liegt, ohne dass die DJI-Applikation läuft, habe ich Screenshots aus dem Manual verwendet. Mir ist sogar im Flug die Applikation abgestürzt und ich kann also berichten, dass die Mavic problemlos weiter funktioniert. Man kann die App neu starten, neu connecten und hat dann wieder die Kontrolle über die Spezialfunktion. Wie schon früher erwähnt, die Grundfunktionen sind immer verfügbar, den Return to Home funktioniert und die Steuerung über die Sticks geht auch. Der Hersteller DJI ist eine chinesische Firma und es ist vielleicht gut zu wissen, dass in den AGBs klar die Option offen gehalten wird, dass Daten an den Hersteller gesendet werden. Das heißt natürlich, dass wenn jetzt die Mavic verwendet werden würde, um irgendwelche geheimen oder sensitiven Dinge abzufliegen oder zu vermessen, wie auch immer, dass es theoretisch möglich ist, dass da Daten nach China gesendet werden, die da nicht sollten. Das ist vielleicht etwas, was gut ist zu wissen. Falls ihr einen Crash habt und euren Kopter in einen Baum hängt oder irgendwo über einem Feld abstürzt, bitte ich euch doch auch daran zu denken, keinen Abfall liegen zu lassen. Das sollte wieder mit dem gesunden Menschenverstand eigentlich selbstverständlich sein. Ich möchte aber trotzdem darauf hinweisen, lasst keine Propeller irgendwo in einer Wiese liegen. Das hat enorm hässliche Auswirkungen für die Kühe. Und wie versprochen habe ich euch noch 4 Tipps für bessere Aufnahmen. Erstens, verwendet nicht den Auto-White-Balance-Modus der Kamera. Die voreingestellten Profile funktionieren etwas besser. Zweitens, für Fotos kann die Kamera auf RAW-Bilder schießen, wenn ihr die dann weiterverarbeiten wollt. Drittens, müsst ihr wahrscheinlich die Stick-Sensitivität runterstellen, sonst reagiert sie etwas zu empfindlich und die Bilder werden zu nervös. Und viertens, schaut darauf, dass die Kamera der Drohne fokussiert ist, wenn ihr startet. Ich hatte mehr als einmal vergessen, den Autofokus wieder zu aktivieren, nachdem ich zum Beispiel Tap to Focus gemacht habe auf der App oder so. Dann könnt ihr einfach mit dem linken Zeigefinger des Schulterknopfes könnt ihr das wieder auf automatisch einstellen und ihr habt von Anfang an wieder ein scharfes Bild. Solange ihr die Mavic mit einem Tablet oder Smartphone verwendet, stehen euch die sogenannten intelligenten Flugmodi zur Verfügung. Ein paar Beispiele dafür sind zum Beispiel Gestensteuerung, Tracking von Personen, Point of Interest, Follow Me oder der Tripod-Mode. Die App hat noch weitere Funktionen, aber auf die gehe ich jetzt nicht näher ein. Es kommen auch immer wieder neue dazu und darum macht es keinen Sinn, jede einzelne vorzustellen. Tracking, Point of Interest und den Tripod-Mode zeige ich euch etwas genauer. Beim Tracking funktioniert es so, dass man die Drohne auf sich aufmerksam machen kann, indem man die Arme hebt. Sie signalisiert dann durch die LED, dass sie einen erkannt hat. Und wenn man sich nun fortbewegt, folgt die Drohne einem und schaut, dass man immer in der Mitte des Bildes ist. Beim Point of Interest funktioniert das so, dass man über den Point of Interest fliegt und den Modus da aktiviert. Danach fliegt man weg. Man muss mindestens 2 oder 3 Meter davon entfernt sein. Und wenn man jetzt zum Beispiel 20 Meter von diesem Punkt entfernt ist und dann sagt, los, starte mit dem Point of Interest, dann dreht sie einen perfekten Kreis um dieses Objekt herum. Die Kamera bleibt in dieser Zeit natürlich immer genau in die Mitte gerichtet. Währenddem der Point of Interest Modus dann aktiv ist, kann man weiter eingreifen und über die Sticks oder die App auch zum Beispiel die Geschwindigkeit, mit der sie um das Objekt dreht, zu verändern oder die Drohne näher oder weiter weg vom Objekt zu bewegen und noch diverse andere Einstellungen. Mein Lieblingsmodus, wenn ich das so sagen kann, war ganz klar der Tripod-Mode. Beim Tripod-Mode sind die Eingaben an die Drohne massiv abgeschwächt, so als wenn man sagt, geh nach rechts, macht die das zwar, aber sehr, sehr langsam. Dies ermöglicht sehr coole Zeitraffer-Aufnahmen aus der Luft zu machen, wie man zum Beispiel hier sieht bei der Aufnahme vom Inquilersee. Trotzdem, dass diese 3 Videos an in allem doch relativ lange dauern, ist dies eigentlich nur eine kleine Einführung in die Mavic.
Das Manual hat über 60 Seiten und es ist noch viel mehr möglich. Wenn ihr euch wirklich dafür interessiert, empfehle ich euch, das Manual zu lesen. Wie alle anderen Hinweise und Dinge, die ich anspreche, ist das unten in den Kommentaren verlinkt. Mein Fazit zu Mavic Pro ist folgendermaßen: Die benutzerfreundliche Bedienung, die wirklich gute Qualität der Videos und halt einfach grundsätzlich die Möglichkeit, so einfach tolle Filmaufnahmen aus der Luft zu machen, sind einsame Spitze aus meiner Sicht. Die Software fand ich sehr benutzerfreundlich und selbsterklärend und ich hatte keine Probleme, mich sehr schnell darin zurechtzufinden, auch ohne überhaupt einmal das Manual angeschaut zu haben. Alles in allem muss ich sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich wirklich sehr gut. Und falls ihr das mal testen möchtet, ohne euch die direkt kaufen zu müssen, kann ich euch empfehlen, diese bei Drone Factory tageweise zu mieten. Dieses Video schließt somit die dreiteilige Reihe zur Mavic Pro. Ich hoffe, es war interessant und hat euch etwas gebracht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder Kommentar. Falls du gerne weitere Videos von mir sehen möchtest, abonniere doch hier diesen Kanal. Wenn du links unterhalb des Videos die kleine Glocke klickst, dann wirst du auch informiert, wenn ein neues Video verfügbar ist. Merci vielmals, ciao zusammen.